Der Hype zum bevorstehenden DLC Burning Shores zu Horizon Forbidden West, der will einfach nicht abreißen und knapp 14 Tage vor dem Release am 19.04. befeuert Guerilla Games das Ganze auch nochmal, indem sie gestern einen weiteren neuen Trailer gedroppt haben, in dem wir wirklich eine ganze Menge an neuem Stuff präsentiert bekommen. Auf den möchten wir ja natürlich jetzt hier im Video nochmal im Detail eingehen. Außerdem hat Guerilla Games auch noch einen PlayStation-Blog-Eintrag veröffentlicht. Darin wurden auch noch weitere Details über diesen Trailer hinaus bekannt, rund um die Story. Auch das werden wir behandeln und wir werden natürlich auch den Bogen spannen zu dem ein oder anderen DLC-Analysevideo, welches bereits hier auf dem Kanal erschienen ist. Falls du Horizon Forbidden West noch nicht abgeschlossen hast, dann kann es für dich hier unter Umständen zu dem ein oder anderen Spoiler kommen. Du bist gewarnt worden an der Stelle. Und ansonsten, wenn dir sowas gefällt hier auf dem Kanal, dann würde es mich freuen, wenn du mit einem Abo und einem Like mich einfach supportest. An der Stelle springen wir direkt in die Analyse und das Erste, was wir hier direkt am Anfang sehen, das ist auch das, was wir über den Blog-Eintrag bestätigt bekommen, denn es wird im Kern um den Stamm der Gwen gehen. Auch das haben wir so ähnlich schon mal in einem DLC-Analyse-Video hier auf dem Kanal behandelt. Nice, dass es jetzt hier auch mehr oder weniger so bestätigt wird und unsere Prediction da auch wirklich richtig lag. Und mich freut es wirklich, dass wir hier nochmal mehr von Alva und ihrem Stamm gezeigt bekommen. Ich hoffe auch wirklich, dass wir Alva natürlich hier nochmal irgendwie mit zu sehen bekommen. Aber im Vordergrund soll, wie gesagt, einfach nur erstmal die Gwen stehen, beziehungsweise der Stamm der Gwen. Und das, was wir nämlich bisher in Horizon Forbidden West gezeigt bekommen haben, ist zumindest laut Aussage von Guerilla Games erstmal nur so die Oberfläche gewesen. Und hier sollen wir im DLC Burning Shores wirklich mehr über die Gwen gezeigt bekommen, die ja durch die Nutzung der Fokustechnologie auch das bisher fortschrittlichste Volk sind, das wir so kennenlernen durften. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze hier erzählt wird. Wir wissen ja aus der Hauptstory, dass ein Teil der Gwen, die auf ihrer Suche nach Antworten sich auf den Weg nach San Francisco begeben haben, in einem Sturm in irgendeiner Form vom Rest der Gruppe abgeschnitten wurden. Möglicherweise ist das hier auch dieser Teil, der im Prinzip ja es nicht bis nach San Francisco geschafft hat, aber dafür vielleicht bis nach Los Angeles. Wir müssen auf jeden Fall abwarten, was wir dort im Detail dann zu sehen bekommen. Aber mich freut es wirklich riesig, dass wir hier mehr auf die Gwen eingehen werden und dass wir hier wirklich auch ja, den Fokus auf einem weiteren Stamm haben und wirklich so ein bisschen auch von den Tenakt abkommen. Und damit machen wir weiter im Trailer und das, was wir hier in der nächsten Einstellung sehen, da befinden wir uns immer noch in dem Dorf der Gwen, aber hinten in der Ferne, dort lässt sich ganz klar auch wieder ein Titan erkennen, also ein Horus. Und da haben wir ja bereits im ersten Trailer zum Burning Shores DLC auch noch einleitend um das Hollywood-Sign gesehen, dass wir da auf jeden Fall noch wahrscheinlich einen epischen Kampf erwarten können. Möglicherweise ist das auch der Horus, den wir bereits aus diesem Trailer kennen. Also müsste dort hinten auch irgendwie das Hollywood-Sign zu erkennen sein, beziehungsweise zu finden sein. Hier im Trailer können wir es nicht wirklich erkennen. Von daher kann es auch möglich sein, dass es hier vielleicht auch noch ein zweiter Horus ist, der sich aber dann vielleicht nicht aktiviert oder aktivieren lässt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal abwarten, aber auf jeden Fall auch nice, das Ganze hier nochmal in der Ferne zu sehen. Dann machen wir einfach weiter im Trailer und hier sehen wir auch nochmal ein paar Eindrücke vom Dorf und sehen dann auch bei der nächsten Einstellung schon direkt, dass hier auch wahrscheinlich wieder Handel betrieben werden kann und so weiter und so fort. Wir sehen hier keine Nahkampfarena, worüber ich eigentlich ganz glücklich bin, weil ich brauche es nicht wirklich. Wer weiß, vielleicht wird es sowas auch hier wieder geben. Aber wir sehen auf jeden Fall, die Gwen haben hier in den Ruinen rund um Los Angeles auf jeden Fall schon eine Menge an Infrastruktur irgendwie aufgebaut. Also sie müssen hier auf jeden Fall schon länger sein, als sie das vielleicht noch ja, in San Francisco auch waren. Wer weiß, vielleicht gibt es auch hier einen ganz anderen Ursprung, warum die hier so lange an dem Punkt sind. In der Ferne dort hinten sieht man dann auch noch ein großes Gebäude. Das ist mit Sicherheit auch irgendein Point of Interest rund um Los Angeles. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten schauen wir im Trailer natürlich auch noch weiter, was wir so als nächstes gezeigt bekommen. Auch hier nochmal ein paar Einblicke. Auch hier wieder die ganzen Ruinen rund um Los Angeles zu sehen, was sehr nice ist. Und als nächstes sehen wir dann eine Einstellung von einem Händler. Und hier scheint es möglicherweise auch wieder ja, neue Rezepte zu geben. Vielleicht müssen wir hier neue Dinge sammeln, um dann auch wirklich
bestimmte Tränke herzustellen. Möglicherweise wird es neue Tränke geben. Es wird vielleicht auch neue Fallen geben. Wir wissen das alles noch nicht im Detail. Aber auf jeden Fall sehr nice, das Ganze hier zu sehen. Und es wird mit Sicherheit auch einen größeren Teil hier im Game ausmachen. Sonst hätte man uns das an der Stelle hier nicht gezeigt. Von daher denke ich, Händler werden hier nicht ganz unwichtig sein. Und wir werden dort auf jeden Fall auch noch im DLC dann mehr erfahren. Wenn wir uns das Ganze dann weiter anschauen, dann sehen wir auch, es gibt hier einen Waffenhändler. Und das ist für mich wirklich sehr, sehr interessant. Oder für euch natürlich auch. Denn ich gehe davon aus, wir werden natürlich auch neue Waffen im DLC bekommen. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann sehen wir hier verschiedene Bögen aufgereiht. Und dazwischen befindet sich hier so etwas wie eine Harpune. Und das lässt mich natürlich aufhorchen, weil ich habe auch im letzten DLC-Analyse-Video schon predicted, dass wir möglicherweise auch neue Maschinen wie zum Beispiel einen Riesenkraken oder sowas finden können oder vielleicht auch einen Hai oder so. Ist natürlich jetzt alles von mir nur so reine Spekulation, aber wenn ich schon hier eine Harpune sehe, dann ist es auf jeden Fall naheliegend, dass wir auch wirklich in irgendeiner Form hier auf weitere Maschinen, neue Maschinen im Wasserbereich treffen werden und dass wir diese dann erlegen. Also wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es hier etwas wie eine Art Harpune ist. Und wenn wir uns das Ganze dann hier auch im linken Teil nochmal anschauen, dann sehen wir auch, hier gibt es noch ein paar von diesen Waffen, die auch diese ja, Militärtypen der Quen dann einsetzen, diese etwas stärkeren Gegnertypen. Und da bin ich auch mal gespannt, das sind ja wie so Schwerter, die die da haben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir da natürlich auch wieder neue Waffen bekommen. Echt interessant, mega cool, dass wir hier auch direkt so eine Einstellung präsentiert bekommen. Ist mit Sicherheit nicht ein Zufall, ist so geplant worden, um uns natürlich auch hier schon mal so ein bisschen ja, vorzubereiten und natürlich den Hype aufrechtzuerhalten, was hier wirklich das DLC betrifft. Wir werden hundertprozentig neue Waffen bekommen, neue Bögen und vielleicht auch die ein oder andere Harpune. Das wäre natürlich nice, um dann vielleicht auch neue Gegner zu erlegen. Wir machen weiter im Trailer, sehen dann hier nochmal ein paar Einstellungen rund um das Dorf. Wir sehen hier nochmal einen Händler. In dieser Szene erkennen wir, dass die Quen sich auch an den Teilen der Maschinen bedienen. In dem Fall haben sie hier wahrscheinlich einen Flutschlitzer aus dem Wasser geholt und nehmen ihn so nach und nach aus, um an die einzelnen Komponenten zu kommen. In einer weiteren Szene sehen wir dann, dass hier auch verschiedene Sachen angebaut werden, ob das so Algen sind oder Plankton oder was das genau ist. Dann hier haben sie einen großen Thunfisch oder sowas und hier sehen wir einfach nochmal eine Einstellung vom Dorf und anschließend dann so die Fahrt nach draußen aus dem Dorf heraus bei Nacht, um hier natürlich auch nochmal die Beleuchtung zu sehen. In der Szene noch ganz interessant, hier unten rechts können wir noch ein kleines Boot erkennen und an der Stelle dürfen wir keinesfalls vergessen, dass die Quen, wie erwähnt, sehr fortschrittlich sind, was ihre Technologie betrifft. Und möglicherweise haben wir dann hier auch das erste Mal ein Fortbewegungsmittel, das nicht abgeleitet ist von irgendeiner Maschine, was im Rahmen vom Gaia-Programm dann irgendwo erschaffen wurde. Könnte ich mir gut vorstellen, würde auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung für uns an der Stelle noch bereithalten. Und Überraschung ist an der Stelle auch ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt auch schon hier mit dem Trailer an und für sich durch sind und mit der eigentlichen Analyse, so gab es, wie erwähnt, auch noch den PlayStation-Blog-Eintrag und dort haben wir auch gleich noch erfahren, dass Aloy eine neue Begleiterin bekommen wird, und zwar Seika. Sie gehört auch zu den Quen und sie ist wohl eine Kriegerin und wir werden dort wahrscheinlich auch die ein oder anderen Abenteuer mit ihr noch erleben und es wird auch bereits jetzt erwähnt, dass sie wohl eine sehr wichtige Rolle für das nächste Kapitel auf Aloys Reise sein wird. Das bedeutet also, es wird wahrscheinlich sehr, sehr ausschlaggebend sein, was mit ihr passiert, möglicherweise auch um ja, die Horizon-Saga voranzutreiben. Ich bin da allerdings noch ein bisschen skeptisch, denn wir müssen immer bedenken, dass DLC können wir nicht auf der PS4 spielen, nur auf der PS5. Bedeutet wiederum auch, dass wenn es dort wirklich wichtige Dinge zu erleben gibt, dann muss das ja irgendwie für jeden auch erlebbar sein. Und wenn wir das dann später irgendwann mal vielleicht in einem dritten Teil als Voraussetzung nehmen, was hier im DLC passiert, dann weiß ich nicht, ob das hier wirklich so tiefgreifend sein wird. Also ich gehe davon aus, wir werden viel über die Quen erfahren. Seika wird ein wichtiger Part sein,
Aber wir werden hier rund um das ganze System mit Gaia und so jetzt keine wirklich großen Fortschritte machen. Ich bin gespannt, ich bin offen für alles, ich freue mich riesig. Und wie erwähnt, Seika, sie wird wohl eine wichtige Rolle spielen, eine wichtige Position auch einnehmen. Und mit ihr zusammen werden wir verschiedene Situationen durchleben, wo wir scheinbar auch ihre Hilfe brauchen. Ganz interessant an der Stelle war auch noch, dass wir Seika so auch schon bereits auf dem ersten Bild rund um das Horizon Burning Shores DLC gesehen haben. Da gab es nämlich hier dieses Bild, in dem wir ja Aloy zusammen mit einer bis dahin noch Unbekannten auf dem Sonnenflügel gesehen haben. Jetzt wissen wir, dass es sich dabei um Seika handelt und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch darauf warten, was das Ganze für uns bereithält. In diesem Sinne hat es mich gefreut, jetzt mit dir hier zusammen das Ganze nochmal zu analysieren. Wenn du noch weitere Analysevideos suchst, dann schau doch gerne einfach mal hier in die Videos. Also hau rein und mach's gut!